So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute kommen auch die neuen Aufgaben rein von der neuen Mission. Das heißt, wir bekommen bei den Herausforderungen auch endlich unseren letzten Skin, nämlich den hier, die Sorana. Einfach mal gucken, wie das Ganze heute wird. Deshalb heute auch kein Livestream, heute auch keine Custom Games. Wegen den Custom Games ganz kurz, nur der Zwischenstand. So sieht es derzeit aus. Also Coco, 3 Siege, 15 Kills. Aber ihr wisst ja, die Kills sind zweitrangig, sondern es kommt halt auf die Siege an. Wie gesagt, das Ganze geht bis zum 8.12. Und wer dann da oben auf der 1 steht, bekommt halt die 10 Euro. Wie er sie bekommt, müssen wir dann gucken, ob PaySafe-Card, PSN-Card, Xbox-Card, Amazon-Karte oder irgendwie. Aber das werden wir definitiv schon auf die Reihe kriegen. Zur Not verschicke ich es per Post. So. Das war das. Auf jeden Fall, die Custom Games machen sehr viel Spaß. Wir haben gestern auch einen neuen Rekord gebrochen. Wir waren insgesamt 40 Teilnehmer. Also ist schon, würde ich sagen, eine kleine Hausnummer. Gruß geht da nochmal an jedem raus, der da dabei war. So, dann möchte ich mich noch bedanken. Extra nochmal im Video jetzt beim Marius Vater. Ihr seht ja, das zurzeit so die Spendenliste, was so bis jetzt reinkam. Ist nicht um anzugeben, sondern euch nur mal die Möglichkeit zu geben, da steht ihr zurzeit. Also Marius hat gestern dann 9,99 Euro über den Super Chat reingehauen. Immer mal wieder ein Euro, 2 Euro. Auf jeden Fall, Gruß geht auch an der Stelle raus. So, dann geht's direkt weiter. Wenn ihr einen Skin gewinnen wollt, ist das bei mir auch möglich. Aber wir haben gesagt, bei 800 V-Bucks, jetzt habe ich 560. Heißt also, heute wird definitiv kein Skin rausgehen. Und ihr wisst ja, Livestream heute nicht wegen den Missionen. Aber wenn du komplett neu bist, noch kein Abonnent bist, dann gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Einfach damit du weißt, wann sind Livestreams wegen den Custom Games und halt auch eventuell wegen den Skin-Verlosungen. Aber das Wichtigste ist, nämlich die Freundschaftsanfrage. Freundschaftsanfrage ist echt deshalb so wichtig, weil wenn ich den Skin schicken soll, müssen wir halt definitiv befreundet sein. Und das Ganze halt nicht einfach up to date, sondern bereits schon 2 Tage vorher. So, dann nehme ich Jan hier gerade mal an. Zack, zack. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben ja fast die 800 erreicht. Also 800 können inzwischen schon einen Skin gewinnen. Wir gehen direkt mal rein in den Shop und wir sehen schon, die Herbstkönigin ist da. Dann haben wir noch den Röpser. Ich will es nur gerade mal zeigen wegen der Freundschaftsanfrage, weil hat folgenden Grund. Hier seht ihr es zum Beispiel eben erst angenommen, kann ich erst in 2 Tagen ein Geschenk schicken. Aus dem Grund halt die Freundschaftsanfrage, weil sonst funktioniert das Ganze halt leider nicht. Und dann muss ich den nächsten auslosen und dann wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. So, wir gehen jetzt erstmal direkt rein in den Shop. Was haben wir denn alles? Also einmal den Röpser. Ja, warum der Röpser heißt, habe ich bis jetzt auch immer noch nicht verstanden. Weil er rübst ja nicht, er macht einfach Sit-Ups. Ach, Sit-Ups. Den Liegestütze und den Strecksprung. Warum Röpser? Na, vielleicht kann es ja einer erklären. Dann haben wir Shaolin Sit-Up. Ich feiere den so. Der sieht einfach so nice aus. Aber du brauchst dafür auch in meinen Augen den richtigen Skin. Bei ihm sieht es wieder ein bisschen komisch aus. Aber ist halt echt. Also ist nice. Für 200 V-Bucks ist das vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir noch sauberer Groove. Das ist eine Mischung aus mehreren Tänzen. So, dann ist Verge wieder drin. Wie gesagt, und das hier wäre halt so ein Skin, wenn wir die 800 V-Bucks haben, würde ich halt so ein Skin raushauen. Einfach einmal gucken, was ist drin für 800 V-Bucks. Und dann frage ich aber im Stream nochmal selber immer, ob ihr den auch haben wollt. Also ich werde nicht einfach irgendeinen Skin raushauen, ja, hauptsache ich habe mal einen verschenkt, sondern ich spreche mich da schon ein bisschen mit euch ab. So, der Skin hier, persönliche Meinung, die Maske ist komisch. Also auch der Mundschutz, ich weiß nicht. Auch
der Brustschutz, das wirkt alles so komisch. Also der Skin ist irgendwie nicht stimmig. Habe ich so das Gefühl. Aber von hinten sieht der, glaube ich, wieder geil aus im Spiel. Also im Spiel selber top, aber so von vorne, wenn ich überlegt, ne. Aber von hinten, denkt dran, ihr seht den Skin im Spiel immer nur von hinten. So, dann sauberer Groove. Aber hatten wir ja gerade schon. Dann haben wir die Astro-Szenen wieder drin. Ein sehr auffälliger Skin, würde ich mal so behaupten. Also, wenn ihr da im Wald rumlauft, ihr werdet gesehen. Definitiv. Also, so ein Skin kann man nicht übersehen. Da kann man auch nicht sagen, ja, da war ein Schmetterling. So, dann mit dem Rücknasen zwar, mit dem kleinen Häschen hinten drin. Ja, ist nicht schlecht, der Skin, aber er ist halt auffällig. Das muss euch halt schon bewusst sein. So, dann die Schlürflackierung. Wie immer, sie gefällt mir halt immer noch. Aber die, die ich habe, finde ich persönlich dann doch wieder besser. Ja, guck mal, da ist ja die ganze Waffe voll. Und beim Boot ist halt die Schnauze. Das ist einfach zu viel beim Boot. Da hätten sie sich echt was anderes einfallen lassen müssen. Ja, welche habe ich denn da nochmal? Ich dachte nämlich schon, wo ich die eben mal gesehen habe. Ich habe die. Ach nee, ich habe Clipper, nicht Schlürf. Ah, ich dachte schon. So, dann haben wir. Was haben wir? Haben wir, haben wir. Der Hamburger ist wieder da. Der kam inzwischen auch verdammt oft in meinen Augen. Aber ich sage, ich feiere diese Skins nicht. Ich sage ja, mein Sohn wartet zum Beispiel nur noch auf die Essensschlacht. Er fragt jedes Mal, ist die Essensschlacht jetzt drin? Ist die Essensschlacht jetzt drin? Also der feiert den Modus richtig hart. So, wie gesagt, mein Skin ist es nicht so. Für so Just for Fun Spiele, ja, ist okay. Aber ich würde halt nie damit normal rumlaufen. Aber lustig ist er definitiv. So, dazu haben wir natürlich noch die Spitzhacke. Hört man das? Ist halt schön, wie man einen Burger wendet. Das Tsch. So, dann noch der Kleiter. Das Gesicht, ich feiere das so. Also das Gesicht sieht echt geil aus. Aber warte mal. Doch. Doch, das Gesicht guckt uns an, wenn wir fliegen. Also so rumgleiten wir quasi. Das finde ich find's lustig. So, dann haben wir bababam, Tomatenkopf natürlich auch. Dann, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Burger und Tomatenkopf, dann würde ich dann doch echt Tomatenkopf nehmen. So, komm mal gucken, was er für einen Stil hat. Ah, stimmt, das ist ja wieder ein anderer Tomatenkopf. Der andere war ja dunkel, ne? Lol. Das sieht echt schon lustig aus. Also, aber die Frage ist halt nur, was für eine Aufgabe ihr machen müsst. Das kann ich euch natürlich jetzt leider nicht zeigen oder sagen, weil die werden erst freigeschaltet, wenn man den Skin gekauft hat. Aber ich denke mal, es wird eigentlich beim Skin war noch nie was Schweres dabei. So, jetzt haben wir den komplett neuen Skin. Die Herbstkönigin. In meinen Augen halt wie die Eiskönigin, nur halt für den Herbst. Den Skin hätten sie eigentlich schon einen Tick früher rausbringen müssen, weil jetzt haben wir ja schon fast Winter. Ist ja schon fast Dezember. So, der Ritter des Rücknasses war natürlich auch nice. Aber Skin an sich nett. Also ist nicht schlecht. Sieht halt mal komplett anders aus. Hatten wir so, glaube ich, noch überhaupt nicht. So, was haben wir noch dabei? Der Pilzprügel. Ah ja. Aber leider nur normaler Ton. Eieieiei. Da hätten sie sich ein bisschen was einfallen lassen können, was den Ton betrifft. So, das war's dann jetzt auch schon mit dem Item Shop. Erstmal danke an alle nochmal, die gestern dabei waren. Und wer mich unterstützen möchte,
gern mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Ich kann immer nur noch mal sagen, jeden Tag kommt mindestens mal einer dazu. Also das darf ich so sagen. Ich darf ja nur nicht über die Einnahmen reden. Also wir werden immer größer, auch was die Unterstützer betrifft. Dann natürlich danke jetzt zu 2100 Abonnenten. Ihr seht, es geht halt nicht blitzartig hoch, was aber auch gut ist, weil ich will auch nicht zu groß werden. So, dann würde ich sagen, was ist an der Stelle. Euch viel Spaß, Schule, Arbeit. Ich muss mich jetzt fertig machen für auf die Arbeit. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß nachher mit den Aufgaben vor allem. Bis dann.